Zwei Teilnehmer nur, Lotte. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Wir können das Seminar nicht abblasen. Vielleicht kommt ja auch noch jemand. Das liegt nur an der Anzeige. Ich habe doch gleich gesagt, dass dieses katholische Käseblatt keiner liest. Der Bistumsbote ist kein Käseblatt. So ist es, Agnes. Haben Sie es mal gelesen? Da schlafen einem die Füße ein. Dafür hat die Anzeige auch nichts gekostet. Und klarer kann man sich doch gar nicht ausdrücken. Wochenendseminar für Menschen jeden Alters und Glaubensbekenntnis im Kloster Kaltental. Gebet, Arbeit und Besinnung in klösterlicher Einsamkeit und Stille. Das ist doch sehr schön. Schon. Aber das nächste Mal gehen wir damit ins Internet. Immerhin bringen zwei Teilnehmer 1500 Euro in unsere Kasse. Und das reicht dann für eine ordentliche Anzeige beim nächsten Mal. Wer sind die beiden eigentlich? Ein Vertreter für Friseurbedarf und ein Studienrat für Latein aus München. Naja, ein Gutes hat das Ganze ja. Ich muss nicht für so viele Leute kochen. Genau. Und ich komme mit zwei Teilnehmern auch viel leichter zurecht und kann sie als Versuchskaninchen benutzen. Das kann ja was werden. Na gut, mir soll's egal sein. Ich habe sowieso Wochenenddienst in der Klinik. Aber eins steht fest, mit so einer armseligen Veranstaltung kannst du die Mutter Oberin in der Hauptstadt nur wenig beeindrucken. Wenn du ihr nicht reinreibst, dass wir nur zwei Teilnehmer haben, dann muss es auch nicht erfahren, oder? Moment! Der Herr Pfarrer lässt ausrichten, dass er nach Freising muss zu seiner Mutter und deshalb die Beichte Samstagvormittag ab, von 10 bis 11 Uhr. Ich habe es nicht nötig zu beichten. Ihr vielleicht? Ich kann auch gut noch eine Woche warten. Selbstgerecht und hochnäsig sein ist auch eine Sünde. Guten Tag. Man hat mir gesagt, ich soll mich hier melden wegen dem Wochenende der Besinnung im Kloster. Grüß Gott, ich bin Schwester Lotte. Sie sind sicherlich der Herr Studienrat aus München. Studienrat? Nein, Stolpe, Klaus Stolpe. Bezirksvertreter München Nord der Firma Bodystyle. Kosmetik und Friseurbedarf. So riecht es hier auch. Sie sind ein bisschen früh. Ich hoffe, Sie haben schon zu Mittag gegessen. Kommen Sie rein. Ein Kaffee gibt es sicherlich noch. Kommen nächste Woche die neuen Modelle rein. Und dann müssen diese Lampen hinterher. Heiliger Strohsack, wer ist das denn? Das ist der Wimpel vom Bischof. Ich werd verrückt. Guten Tag. Besser gesagt, grüß Gott. Was kann ich für seine Exzellenz tun? Wir hätten gerne einen Wagen gemietet übers Wochenende. Sie vermieten doch Autos. Ja, sicher, sicher, sicher. Aber ich meine, falls seine Exzellenz bereit wären, uns zu gestatten, das Ganze werbemäßig zu verwenden, da seine Exzellenz das Autohaus Wöller quasi als Hoflieferant frequentiert. Ich meine, ganz dezent natürlich. Um Himmels Willen, kein Aufsehen. Kein Auf. Aber ich meine, in dem Fall würden wir unseren Vorführwagen umsonst zur Verfügung stellen. C5 mit allen Schikanen, standesgemäß. Genau das wollen wir vermeiden. Seine Exzellenz ist inkognito unterwegs, sozusagen. Ich verstehe. Ach, wegen der Nonne im Kloster, richtig? Also dieses bescheuerte Seminar, entschuldigen Sie diesen harten Ausdruck, aber das muss man... Kann ich jetzt einen Wagen mieten, ja oder nein? Selbstverständlich. Waldmann, machen Sie das mal. Und bitte ein Economy-Modell. Wenn ich Ihnen das Modell mal kurz zeigen dürfte. Ja, ich bin's, Frau Lauber. Rufen Sie sofort im Kloster an und fragen Sie nach, ob noch ein Platz frei ist für das Wochenendseminar. Seminar? Was für ein Seminar? Ja, das steht in deiner Anzeige im Bistumsboten. Den werfen Sie doch immer gleich weg. Jetzt reden Sie nicht, rufen Sie an und melden Sie mich an. Sie wollen auf ein Seminar im Kloster. Genau. Also, verlegen Sie die restlichen heutigen Termine auf nächste Woche, ja? Und keine Angst, also diese 750 Euro sind gut angelegt, ja? Weil das ist das erste und letzte Seminar, was in diesem Laden stattfindet. Gut. €750? Mahlzeiten und Übernachtung sind im Preis inbegriffen. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden. Setzen Sie sich doch bitte. Kloster Kaltental, Schwester Lotte. Frau Laber, grüß Gott. Stimmt das, Sie haben ein Seminar jetzt am Wochenende? Ja, möchten Sie kommen? Mit Ihrem Mann? Mein Mann in einem Seminar im Kloster, das werde ich wohl nie erleben. Aber halten Sie sich fest, ich soll Herrn Wöller anmelden. Wöller? Ich soll alle Termine von heute und vom Wochenende auf Montag legen. Um was geht's denn in dem Seminar? Um Besinnung und Selbstfindung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Bürgermeister in diese Richtung irgendeinen Bedarf hat. Ich auch nicht.
Ich habe eher das Gefühl, dass er Ihre Veranstaltung sabotieren will. Was soll ich ihm denn jetzt sagen? Nun ja, wenn Sie ihm sagen möchten, wenn er bereit ist, 1.500 Euro anzulegen, ist er bei uns herzlich willkommen. 1.500? Genau. Sabotieren ist teurer und es trifft ja keinen Arm. Wenn Sie mich bitte entschuldigen möchten, ich muss jetzt leider weitermachen. Moment, Schwester. Haben Sie es sich überlegt mit der Kandidatur zur Wahl? Frau Laban, wie oft soll ich Ihnen denn das noch sagen? Ich habe nicht die geringsten Ambitionen. Aber ich habe Leuten hören, dass es dem Heinz Lehmann gesundheitlich nicht so gut geht. Ein Wort von Ihnen und er legt die Kandidatur nieder. Bitte nicht, Frau Laban. Und entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt weitermachen. Auf Wiederhören. 1.500? Wieso muss der denn das Doppelte zahlen? Sliding Scale nennt man so etwas. Die Begüterten zahlen für die vom Glück weniger Gesegneten. Naja, ich bin, weiß Gott, nicht vom Glück gesegnet dieses Jahr. Deswegen bin ich ja hier. Wenn ich Ihnen bitte mal zeigen dürfte. Herr Stolpe, das ist kein Seminar zum Thema, wie werde ich reich? Ich weiß. Eigentlich mache ich das ja meiner Frau zuliebe, weil ich sonst wieder nur zu Hause rumsitze das ganze Wochenende und ihr die Ohren voll jammere. Jetzt trinken Sie erst mal einen Kaffee. Schwester Agnes, Herr Stolpe. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn ich Ihnen bitte mal zeigen dürfte. Wir bekommen eventuell noch einen dritten Gast. Wie schön. Naja, ob das so schön ist, weiß ich wirklich nicht. Wo bleiben Sie denn? Entschuldigung, aber als Normalbürger kann ich es mir nicht leisten, mit 70 über eine gelbe Ampel zu fahren. Und das in einer geschlossenen Ortschaft. Ich will nicht zu spät kommen. Als Studienrat aus München könnten Sie ja immer sagen, Sie hätten noch Lateinklausuren korrigieren müssen. Ich habe hier noch die Jacke. Ja, danke. Haben Sie die Schwester Oberon erreicht? Nein. Nein? Dann versuchen Sie es nochmal. Nicht, dass sie auch im Kloster auftaucht und mein Inkognito lüftet. Danke sehr. Ja, ich bin's nochmal. Ist die Schwester Oberin inzwischen eingetrudelt? Mist. Entschuldigen Sie, es ist aber wirklich dringend, wenn Sie ihr vielleicht eine Nachricht hinterlassen könnten. Ja, vom Bischof Rossbauer. Sie soll auf keinen Fall am Wochenende in Kaltental Visite machen. Ja, jedenfalls nimmt er inkognito an dem Seminar teil und möchte nicht, dass publik wird, wer er ist. Ja, fragen Sie mich was Leichteres. Danke. Die Oberin ist immer noch nicht zurück. Ich habe aber eine Nachricht hinterlassen. Gut. Und wie sehe ich aus? Wie ein Normalbürger? Wenn Sie in der Kluft mit 70 durch eine Ortschaft düsen, in dem Kleinwagen da, dann kriegen Sie bestimmt einen Parkzettel. Na prima, also dann. Ah. Entschuldigen Sie, Exzellenz, es geht mich ja nichts an, aber was bezwecken Sie eigentlich mit dieser Maskerade? Ich will wissen, ob es sich lohnt, das Kloster zu behalten oder ob wir es aufgeben sollen. Und das erfahre ich nur, wenn ich nicht als bischöfliche Exzellenz auftauche. Eine Exzellenz kriegt immer nur ein geschöntes Bild präsentiert. Sonst noch Fragen? Nein. Gut, dann treffen wir uns ja wieder nach dem Seminar. Sagen wir Sonntagabend 19 Uhr. Machen Sie mir den Weg hier frei, bitte. Danke. Erzähl mir doch nichts. Irgendwas ist passiert. Nein. Und warum gehst du dann kaum noch aus dem Haus? Und wenn dann nur in den Kindergarten und das auf dem Umweg über den Marktplatz? Ach, du spionierst mir nach, ja? Nur damit du nicht bei seiner Praxis vorbei musst. Barbara, bitte. Du bist meine einzige Freundin. Unser Dr. Richter hier ist. Da habe ich das Gefühl, dass du... Gib zu, er wollte dir an die Wäsche. Wäsche. Du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du bist so anders seitdem. Ach ja, ich bin anders, du bist anders. Ja, richtig aggressiv. Ich bin eifersüchtig. Wir hatten so schön zusammen. Und auf einmal ist da dieser Doktor zwischen uns irgendwie. Und ich habe Angst, Barbara. Bist du so nett und erledigst die Besorgung für Schwester Agnes? Ich kann heute schlecht. Mensch, Barbara, ich will dir doch nur helfen. Das weiß ich doch. Aber da muss ich allein durch. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie möchten zum Seminar? Richtig. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber ich hatte Probleme mit meinem Wagen. Sie sind Herr Bauer? Wie bitte? Ach ja, richtig, Bauer. Ich bin Studienrat für Latein am Humboldt-Gymnasium. Ich weiß, wir haben telefoniert. Ah,
Na, dann gehen Sie schon mal rein. Der andere Teilnehmer ist schon da. Soll das heißen, dass außer mir nur noch ein Teilnehmer? Das ist unser erstes Seminar. Und wir haben den Fehler gemacht, die Anzeige im Bistumsboden zu schalten. Wieso Fehler? Na, das Blatt nehmen die Leute doch nur als Klopapier. Oder stopfen nasse Schuhe damit aus. Wiedersehen. Ich bin's, Pater Gottlieb. Wann ist bitte die nächste Redaktionskonferenz vom Bistumsboten? Nein, im Gegenteil. Ich will dabei sein diesmal. Richtig. Eine Frage. Haben Sie das Blatt gelesen? Jetzt reden Sie nicht drum herum. Ja oder nein? Ah, das dachte ich mir. Aber falls es Ihr Gewissen erleichtert, ich habe auch nur die Anzeigen gelesen. Also, dann bis Montag. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin, Ja? Ich bin Herr Bauer. Aus München. Aus München, ja. Willkommen im Kloster Kaltental. Danke. Danke sehr. So, dieser heiße Kaffee ist in der Kanne und Milch und Zucker bringe ich gleich nach. Danke, mich nicht. Tag. Guten Tag. Stolper, Klaus. Angenehm, Bauer. Schwester Lotte wird sich gleich um Sie kümmern, sobald sich unser letzter Gast eingefunden hatte. Haben die Herren irgendwelche Wünsche fürs Abendessen? Ich hätte eine Grünkernsuppe anzubieten oder frisch gepflückten Gartensalat mit selbstgelegten Eiern. Ich meine natürlich organisch, frisch vom Bauernhof, von freilaufenden Hühnern. Also mir egal. Suppe, Salat, das ist alles? Zum Nachtisch gibt's einen von mir frisch selbstgebackten Apfelkuchen. Aber wissen Sie was? Ich bringe Ihnen einfach beides. Die Grünkernsuppe, den Salat und die Hühner. Und dann können Sie selber entscheiden, ja? Gut. Ziemlich bescheiden. Finden Sie nicht auch? Und das für 750 Euro. Grünkernsuppe, frischer Salat. Mein Gott, ist das alles aufregend. Und warum sind Sie gekommen, wenn ich fragen darf? Meine Frau meint, das täte mir gut. Mhm. Ich habe berufliche Probleme. Also das heißt, private auch. Weil wer keinen Umsatz macht, ist natürlich abends zu Hause nicht so gut drauf, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich denke schon. Zum Beispiel habe ich jetzt ein neues Haarshampoo im Programm für drei verschiedene Anwendungsgebiete. Für trockenes Haar, fettes Haar und normales Haar. Alle mit unserer wissenschaftlich erprobten Anti-Schuppen-Lotion. Sie gehören zum trockenen Typ. Moment mal. Mit Schuppenbildungsproblemen. Ich glaube, da habe ich was. Verzeihen Sie, aber Haare sind nun mal meine Berufskrankheit. Ja, schon gut. Wenn ich Ihnen das eben mal zeigen darf. Ich glaube, ich habe sogar eine Probe dabei. Man kann ja nie wissen. Ja. Hairport Dry. Oh. Das ist ein bescheuerter Name, ich weiß. Aber die Frau von unserem Chef macht das Marketing selber. Sie wissen ja, wie das ist. Ich fürchte, nein. Ich bin Lateinlehrer. Ich habe nur die mittlere Reife. Ja, ja. Ja. Da soll noch jemand kommen. Der muss Geld haben zum Verbrennen. Ach. Ja, ich habe das vorhin per Zufall mitgekriegt. Der soll 1.500 Euro berappen für das Wochenende hier. Was Sie nicht sagen. Und wer soll das sein? Ja, hab ich keine Ahnung. Dass ich morgen Abend einen Termin für Sie habe, um 8 Uhr. Sie weiß doch schon, wo. Termin? Ist sie krank? Nein, 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 Gott, Wiederschauen.
Herr Stolpe und Herr Bauer sind auf ihrem Zimmer meditieren. Sobald ich den dritten verarztet habe, fangen wir an. Grüß Gott, Schwester. Ein armer Sünder bittet um Aufnahme im Schutz ihrer Mauern. Sie finden das offenbar wahnsinnig komisch, Herr Böller. Für 1500 muss doch ein kleiner Schatz erlaubt sein. Gut, dass Sie auf das Finanzielle zu sprechen kommen. Darf ich um den Scheck bitten? Was? Vorauskasse? Wo gibt's denn sowas? Herr Böller, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Sie sind doch nur hierher gekommen, um mir das Leben schwer zu machen. Entweder Sie zahlen jetzt oder Sie verschwinden wieder. Ist ja gut. Sie kriegen Ihr Geld. Aber doch nicht hier zwischen Tür und Angel. Hier und jetzt. Also, wer hier wem das Leben schwer macht, steht überhaupt zur Debatte. Bevor Sie hier aufgetaucht sind und auf Jungfrau von Orléans gemacht haben, war alles noch Paletti. Jungfrau von Orléans. Jeanne d'Arc wurde von hirnverbrannten, engstirnigen und engherzigen Politikern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Richtig. Auf wen darf ich den Scheck ausstellen? Auf Lotte von Kaltental? Kloster Kaltental GmbH. GmbH. Also ich möchte Ihnen gar nicht zu nahe treten, aber wissen Sie eigentlich, was das ist? GmbH, das ist nämlich kein Büstenhaltermodell. Herr Wöller, haben Sie das nötig? Haben Sie auch wieder recht. Also Sie können ruhig eine Firma gründen mit Ihrem Verein. Ändert das nichts an der Tatsache, dass ich am längeren Hebel sitze. Danke. Wenn Sie mit bitte folgen wollen. Kann ich eine Quittung haben? Das kann ich sicher absetzen mit etwas steuerlicher Kreativität. Zum Beispiel beruflich bedingter Unfall auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Kein Aufzug, Toilette auf halber Treppe und ein dezenter Modergeruch vom Schwamm im Keller. Da kommen Hunderttausende auf Sie zu. An Sanierungskosten, ja? Das ist Ihnen doch hoffentlich klar, hm? Hier ist Ihr Zimmer. Zimmer ist gut. Kabuff, würde ich sagen. Die Dusche und die Toilette befindet sich am Ende des Ganges. Wie praktisch. Und wo ist die Minibar, der Fernseher? Sie können sich jetzt sammeln und Ihre Gedanken ordnen. Wir sehen uns dann gleich wieder in der Kapelle, wenn die Glocke läutet. Hey! Kein Handy, Sie bekommen es am Ende des Seminars wieder. Darf ich um Ihre Armbanduhr bitten? Jetzt machen Sie mal einen Punkt, ja? Sie können auch wieder gehen. Also gut, aber das Handy brauche ich. Sonst bin ich nur ein halber Mensch, ja? In Ihrem Fall wäre das ein Fortschritt. Was? Ich kann leider keine Ausnahme machen. Zeitdruck und Informationsflut sind eine der Stressfaktoren, die wir in unserem Seminar ausschalten wollen. Wenigstens die nächsten 48 Stunden. Jetzt entspannen Sie und versuchen Sie zu meditieren, wenn Sie wissen, wie das geht. Im Schneidersitz hocken und auf die Nasenspitze schielen. Oder so. Bis gleich. Wenn du das liest im Kloster, dann sitze ich schon im Zug nach Hannover. Ich werde für einige Zeit bei meiner Mutter wohnen, bis ich weiß, wie unser Leben weitergehen soll. So wie es war, das ganze letzte Jahr, halte ich es einfach nicht mehr aus. Ich habe zwar versprochen, dir in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite zu stehen, aber an meiner Seite ist nicht mehr der Mann, dem ich das versprochen habe, sondern ein Mann, der sich für einen Versager hält und nicht den Mut hat, etwas zu ändern. Tut mir leid, Klaus. Ehrlich. Deine Birgit.
Wenn jetzt gleich die Tür aufgeht und die Herren hereinkommen, dann lass mich bitte nicht hängen. Alleine schaffe ich das nämlich nicht. Vor allen Dingen, was den Wöller angeht. Herr, schicke mir Langmut und Geduld, damit ich nicht ausraste. Du hast ja gehört, was er alles gesagt hat. Und du musst zugeben, ich habe mich wirklich sehr beherrscht. Aber eines sage ich dir. Wenn er schaffen sollte, mir das Seminar zu vermasseln, dann ist es aus mit meiner christlichen Nächstenliebe. Tut mir leid, aber dann schmeiß ich ihn hochkant raus. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Dein Wille geschehe. Wenn Sie bitte nach vorne kommen möchten. Entschuldigung, aber ich bin voll eingepennt, ja? Guten Tag allerseits, ich möchte mich Moment, das möchte eigentlich ich gerne übernehmen. Ja, bitte, bitte. Wenn Sie sich setzen möchten. Zunächst möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Lotte. Ich bin die Leiterin des Seminars oder Exerzitien, wie wir es nennen. Sie fragen sich sicherlich, was mich zu dieser Aufgabe befähigt und ich kann Ihnen daraufhin nur sagen, nichts. Ach ja? Das ist auch gar nicht notwendig, da Sie, ganz alleine Sie, die ganze Arbeit machen werden und nicht ich. Und diese Arbeit besteht darin, dass Sie das Ego an der Pforte ablegen und sich den Regeln des Ordens unterordnen. Ora et labora. Arbeite und bete, und zwar in aller Stille und Einkehr. Darf ich ganz kurz was anmerken? Stille. Herr Wöller, Stille. Der Ablauf des Seminars erfolgt nach den Regeln des Ordens. Morgens um 6 Uhr beginnt der Tag mit der Morgenandacht. Danach um 7 Uhr Frühstück mit der Lesung des Tages. Anschließend wird Ihnen Schwester Agnes eine Arbeit zuteilen. Arbeit? Mit mehr meditativem Charakter. Mittags um 12 Uhr treffen wir uns dann wieder im Refektorium. Anschließend Meditation in der Zelle. Von 15 Uhr bis 17 Uhr zur Abendandacht wieder... Arbeit nehme ich an. Richtig, Herr Wöller. Dein Abendessen und Gespräche in der Gruppe. Um 22 Uhr ist Nachtruhe. Darf ich jetzt vielleicht? Bitte nicht, Herr Wöller. Bitte nicht. Zur Einstimmung des Seminars möchte ich Sie jetzt bitten, die Augen zu schließen und einatmen, ausatmen. Einatmen und wieder ausatmen und sich nicht gegen die Gedanken wehren, die auftauchen, sondern sie annehmen und weiterziehen lassen. Aufgeben, sich der Stille hingeben. Schwester Hildegard, ich kriege immer nur die Mailbox von Bischof Rossbauer. Also, versuchen Sie, seinen Fahrer zu erreichen. Ich muss wissen, was da läuft. Der wird frei haben am Wochenende. Aber vielleicht weiß man im bischöflichen Palais Bescheid. Egal, nur damit kann ich nichts anfangen. Was soll das heißen, inkognito? Ich weiß auch nicht. Das hat der Chauffeur seiner Exzellenz hinterlassen für Sie. Und was für ein Seminar ist das? Das steht in der letzten Ausgabe des Bistumsboten. Warum erfahre ich das erst jetzt? Er liegt in Ihrem Eingangskorb, wie immer. Wo? Hier, bitte sehr. Wochenendseminar für Menschen jeden Alters und Glaubensbekenntnisses im Kloster Kaltental. Gebet, Arbeit und Besinnung in klösterlicher Einsamkeit und Stille inklusive Übernachtung und Mahlzeiten 750 Euro. Verbinden Sie mich mit Schwester Lotte. Habe ich schon versucht, da geht keiner dran. Dann schicken Sie eine E-Mail. Sie soll sich sofort bei mir melden. Abendessen, Herr Wöller. Ich kriege diese Toilette nicht zum Laufen. Was wird denn da runtergespült? Das werden Sie schon schaffen. Mit Geduld und Liebe. Aber kommen Sie jetzt. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja? Ja, aber die Hände darf ich mir doch wohl noch waschen, ja? Oder brauche ich dafür die Genehmigung von der Seminarleiterin? Scheißladen. Herr, höre mein Gebet. Mein Hilferuf komme zu dir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir zu Zeiten meiner Not. Neige dein Ohr mir zu, so oft ich rufe, erhöre mich bald.
Denn meine Tage vergehen wie Rauch, meine Glieder brennen wie Feuer. Versenkt wie Gras und verdorrt ist mein Herz, da ich unterließ, mein Brot zu essen. Vor lautem Stöhnen klebt mir die Haut an den Knochen. Ich gleiche der Dohle in der Wüste, bin wie eine Eule in den Ruinen. Schlaflos bin ich und wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Die ganze Zeit schmähen mich meine Feinde, die mich verhöhnen, nennen mich beim Fluchen. Ja, Staub muss ich essen wie Brot und meinen Trank mit Tränen mischen vor deinem Ingrimm und Zorn, denn du hast mich aufgehoben und niedergeworfen. Also wirklich, bei aller Liebe. Meine Tage sind wie der ausgedehnte Abendschatten, wie Gras verdorben. Danke. Warum das immer so lange dauert, das verstehe ich nicht. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Sagen Sie, was machen Sie da ständig? Alle Leitungen sind besetzt. Wir wollen unser Seminar im Internet promoten und ich muss mich erst an die neue Technik gewöhnen. Jetzt machen Sie mal halblang. Wo ist Schwester Lotte? Die anderen sind schon im Bett. Warum? Ach so, schon so spät? Dann richten Sie ihr bitte aus, sie soll sich morgen früh sofort bei mir melden. Mach ich. Und Sie sollten sich auch zurückziehen. Unsere Ordensregeln gelten auch im Computerzeitalter. Entschuldigen Sie. Gute Nacht. Gute Nacht. Sei so nett, ich muss dringend noch was essen, ja? Spürst du, die Küche macht um 10 Schluss. Entschuldige mal, ich meine, Wurstsalat, Bier, Brot wird noch mal mit drin sein, oder? Ja, wen sehe ich denn da an, den Herrn Bürgermeister? Ich habe schon gedacht, du hättest dich mit der Parteikasse nach Südamerika abgesetzt. Ja, das ist ja keine Ahnung, wenn du wüsstest. Ja, so was ist los? Ich habe seit heute Morgen nichts als einen Löffel Grünkohlsuppe im Magen, ja? Wo hast du denn gesteckt? Im Kloster. Übers Wochenende. Ja? Die veranstalten ein Seminar da. Der Bischof ist auch dabei. Das ist für uns die Chance, dem Spuk ein Ende zu setzen. Ein für alle Mal. Ich meine, so blöd kann der Mann gar nicht sein, dass der nicht spitz kriegt, dass das Ganze eine ganz üble Abkomme ist. Ja, schau mich nicht so an. Ich bin nicht auf Urlaub da, ja? Ich reiß mir den Arsch auf für unser Projekt. Hier. Was soll das? Extrawurst für zwei Personen. Ist voll. Wohin damit? Nicht über die Saat gehen, was? Bitte. Oh Gott, was haben Sie denn gemacht? Da sind ja Setzlinge mit dabei. Ja und? Ich habe doch nicht Botanik studiert. Na schön. Dann schaufeln Sie eben den Komposthaufen um. Schaufeln und graben können Sie doch oder müssen Sie das auch studiert haben? Und jetzt? Noch eine Fuhre. Oh Gott. Also, ganz unter uns, Exzellenz, das Ganze ist der größte Nepp, der mir je untergekommen ist. Stille, Grünkohlsuppe, Salat, ja, und jetzt diese Sklavenarbeit als unbezahlte Arbeitskräfte.
Herr Weller, ich bin durchaus in der Lage, mir eine eigene Meinung zu bilden. Ja, das will ich auch gar nicht anzweifeln. Aber können Sie mir sagen, wie die Nonnen mit dieser jämmerlichen Veranstaltung die Millionen erwirtschaften wollen, die zum Erhalt der Anlage notwendig sind? Ha? Ganz zu schweigen von den Millionen, die dem Orden der Diözese durch die Lappen gehen, falls der Vertrag mit dem Gemeinderat nicht zustande kommt. Ja? Jetzt passen Sie doch auf. Sie haben gerade zwei Kohlrabi-Setzlinge ausgerissen. Ja, die zwei Kohlrabi machen den Kohl auch nicht mehr fett. Also was halten Sie davon, wenn Sie dem Zirkus ein Ende machen und Ex-Kathedran macht dort sprechen? Oder haben Sie tatsächlich vor, das ganze Wochenende hier mit Unkrautzupfen zu verplempern, ja? Oder was der Seminarleiter sonst noch alles einfällt? Kirchenbänke bohnen, Wäsche aufhängen und so weiter. Das werde ich auch tun. Aber erst dann, wenn ich es selbst für richtig halte. Und jetzt möchte ich Sie dringend bitten, mit Rücksicht auf Herrn Stolpe von Ihren subversiven Absichten Abstand zu nehmen. Herr Stolpe scheint dieses Seminar aus triftigen persönlichen Gründen belegt zu haben. Im Gegensatz zu Ihnen und mir. Ja, so wie der aussieht, überlebt er die Schikane ja gar nicht. Zum letzten Mal, Herr Weller. Geben Sie Ruhe oder gehen Sie? Ich bleibe, Frau Augen. Danke. Johannisbeeren müssen noch gepflückt werden. Stolpe, Sie sind's. Nein, nein, ich war mit einem Kunden essen. Gerhard. 14 Friseurläden im Großraum Moosbrunn. Ja, der wäre bereit, seine Läden auf Bodystyle umzurüsten, falls wir ihm etwas entgegenkommen, finanziell. Ja, das weiß ich auch nicht, Herr Möllemann, aber die Anlaufphase von Bodystyle gestaltet sich halt etwas zäher als... Das weiß ich selber und ich verstehe es ja auch nicht, aber es hat jeder mal eine Phase in... Ja, ich verstehe, am Montag. Und Ihnen noch ein schönes Wochenende, Herr... Entschuldigen Sie, aber es hat geklingelt und ich dachte, das ist vielleicht meine Frau. Schon gut. Nein, nicht gut. Es war der Chef der Firma, der hat mich für Montag zu sich bestellt in die Zentrale. Ich nehme an, er wird mir nahelegen, mir einen anderen Job zu suchen. Ich bin am Ende, Schwester. Jetzt setzen Sie sich erst einmal hin. Nein, nein, ich denke, ich gehe lieber. Herr Stolpe. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gefällt mir sehr gut hier und so... Wie Sie das machen, so ja, normal, ohne heiliges Getue. Aber in meinem Fall hat das keinen Sinn mehr, fürchte ich. Das glaube ich Ihnen aber erst am Sonntagabend. Unterschätzen Sie nicht die Kraft, die in der Ruhe liegt. Den habe ich in meinem Gepäck gefunden. An der Stelle im Neuen Testament, wo Jesus uns von den Bäumen spricht, die keine Früchte tragen. Und Sie glauben, Ihre Frau hat recht? Sie halten sich für einen Versager. Und Ihr Chef auch. Ja, was ist denn ein Vertreter, der nichts verkaufen kann? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele Menschen, vor allem Männer, dazu neigen, sich über ihren Beruf zu definieren. Aber der liebe Gott hat Sie als Mensch erschaffen. Als solcher sind Sie hier bei uns. Nicht als Vertreter oder als Ehemann. Vergessen Sie all die anderen Rollen. Wenigstens für kurze Zeit. Bitte. Auch mir zuliebe. Das ist unser erstes Seminar und es steht unter keinem besonders glücklichen Stern. Geben wenigstens Sie ihm eine Chance. Na gut, aber ich hoffe, Sie bereuen es nachher nicht. Und an Pfingsten werden die Gelübde abgelegt und ich muss mich entscheiden. Das ist für jeden Menschen eine schwere Entscheidung.
Vor allem in der heutigen Zeit. Da musst du dir keine Vorwürfe machen. Ich hatte nie Zweifel an meiner Berufung. Schon mit 14 wollte ich ja nichts anderes. Aber jetzt? Ich komme mir vor wie eine Verräterin meinen Mitschwestern gegenüber. Darf ich fragen, seit wann du so verunsichert bist? Ich habe einen Mann kennengelernt. Und? Er sagt, er liebt mich. Ich habe ihm gesagt, ich will ihn nicht mehr wiedersehen, aber... Ja? Er will mich wiedersehen. Heute Abend. Und mehr war nicht? Nein. Herr Doktor? Schwester, die Praxis ist geschlossen. Geschlossen, ich weiß. Ich bin auch nicht krank. Sie sind krank. Na ja, kommen Sie denn zu der Diagnose? Was am schlimmsten ist, Ihre Krankheit ist ansteckend. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, was Sie da anrichten mit Barbara. Zum letzten Mal, vergessen Sie sie. Glauben Sie nicht, dass das Barbara zu entscheiden hat? Nein, Sie! Und wissen Sie auch warum? Weil Sie in Ihrem flotten Junggesellenleben bestimmt von Bett zu Bett gehüpft sind und Ihnen in Ihrer Sammlung nur noch eine Nonne fehlt. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, Schwester. Hören Sie doch auf, Herr Doktor. So wie Sie aussehen und auch noch Doktor. Ihnen laufen die Frauen doch scharenweise nach. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Weiß Barbara eigentlich, dass Sie hier sind? Natürlich. Ich soll Ihnen übrigens ausrichten, dass sie nicht kommen wird zu der Verabredung heute. Gelobt sei Jesus Christus. Der Kreis symbolisiert die Welt. In der Sie gefangen sind. Groß genug, um darin zu überleben. Zu klein, um sich wohl zu fühlen und glücklich zu sein. Da soll ich jetzt eine ganze Nacht. Die Jungs in den Stämmen in Nigeria halten da 3 Tage durch. Danach sind sie keine Jungs mehr, sondern Männer. Nicht so viel, nur den Butzen! Sie schmeißen ja den halben Apfel weg. Sonst noch Wünsche? Es geschieht Ihnen ganz recht, wenn Sie erst um 2 Uhr nachts nach Hause kommen von Ihrer Zechtour. Na endlich, schauen Sie sich das an, ja? Apfelmus machen, verstopfte Toiletten putzen, Unkraut jäten. Und das nennen die hier Seminar und knüpfen mir 1500 Euro ab. Wo ist Schwester Lotte? Mit Herrn Stolpe auf dem Hügel im Kreis. Ja, er wird wahrscheinlich noch die Ziegel putzen, ne? Mit seiner Zahnbürste. Herr Wöller, was machen Sie überhaupt hier? Ja, das Gleiche, was Ihr Chef macht, mich informieren. Aber das sage ich Ihnen, mit dieser Nummer kommen Sie nicht durch im Gemeinderat. Schauen Sie her, geschnitten habe ich mich auch noch. So werden wir nie fertig zum Abendessen. Haben Sie recht, Sie müssen mich noch verbinden. Ich glaube, Sie kriegen Besuch. Schwester! Ach, oh je. Ich kann das alles erklären. Wo ist seine Exzellenz, der Bischof? Wer? Moment, ich komme. Sagen Sie bloß, Sie haben ihn nicht erkannt. Wir haben nur noch einen Herrn Bauer. Ich hoffe, Sie lassen ihn nicht gerade die Toiletten putzen. Herr Bauer soll im Hof das Laub zusammenfegen und auf den Kompost werfen. Das ist nicht der Bischof. Ich kenne doch Bischof Kralle, der ist lang und dünn. Das war der Vorgänger von Bischof Rosbauer. Haben Sie mir etwa auch 1500 Euro abverlangt für diesen Schwachsinn? Entschuldigen Sie, aber ich empfinde das nicht als Schwachsinn. Geben Sie den Teilnehmern ihr Geld zurück und schicken Sie sie nach Hause. Sagen Sie, ich werde mich schriftlich und persönlich bei Ihnen entschuldigen. Aber... Haben Sie mich verstanden? Wir sprechen uns noch. Herr Stolpe? Ärger? Es tut mir leid. Es war die Mutter Oberin. Ich muss sie leider nach Hause schicken. Warum denn? Es läuft gerade prima. Bitte. Bitte, Herr Stolpe. Nein, ich denke nicht dran. Das ist meine Welt, haben Sie gesagt. Da kommt niemand rein und niemand raus. Bis morgen. Schon, aber... Kein Schon. Ich bleibe hier. Thank you.
Lenz! Hat meine Nachricht Sie nicht erreicht? Doch, doch. Deshalb bin ich ja hier. Das ist ja entsetzlich. Oh, besser als Toilette putzen. Exzellenz, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die anderen beiden Seminarteilnehmer helfen in der Küche beim Fallobst einmachen oder so. Exzellenz, Sie müssen mir glauben, dass ich nichts von alledem sanktioniert habe. Und das habe ich auch nicht angenommen. Ich habe veranlasst, dass das Seminar beendet wird und dass Sie Ihr Geld wieder... Um Gottes Willen, nein. Ob Sie es glauben oder nicht, aber das Konzept Ihrer Schwester Lotte funktioniert. Fragen Sie mich nicht, warum, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so entspannt und gelassen gefühlt. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ora et labora. Ich wette, ich schlafe heute Nacht wie ein Murmeltier. Ich war in meiner Funktion als Geistlicher auf vielen Seminaren und Veranstaltungen. Da wird endlos geredet und diskutiert. Und man fühlt sich hinterher wie erschlagen. Und ehrlich gesagt, was hat man auch schon Neues mitbekommen? Nichts, was man nicht eh schon weiß. Hier erfahre ich etwas. Wie man den Hof fegt. Wir haben das vergessen, Schwester. Unser hohes Amt ist so ungemein wichtig und so überaus bedeutend, dass wir vergessen haben, dass jede Aufgabe wichtig ist oder unwichtig. Es zählt nur, was wir selbst daraus machen. Da hören Sie doch auf, mit Ihnen rede ich doch gar nicht mehr. Gehen Sie schon, Herr Wöller? Ja. Das ist doch kein Seminar, das ist Zwangsarbeit bei Wasser und Brot. Und sowas lassen Sie sich gefallen. Im Gegenteil, ich wünschte, ich könnte noch ein paar Tage dranhängen. Was? Wollen Sie damit andeuten, dass Sie dieser Veranstaltung Ihren Segen geben? Ich schon. Aber die letztliche Entscheidung liegt selbstverständlich bei der Mutter Oberin. Ja, dann sorgen Sie doch bitte dafür, dass dieser Unfug abgestellt wird, ja? Alleine die hygienischen Zustände und die baupolizeilichen Voraussetzungen schreien gegen Himmel, ganz zu schweigen von der Verpflegung. Dagegen ist 30 Tage Fasten in der Wüste ein Vergnügen. Ich will mein Geld zurück. Ja? Mein Geld will ich zurück. Sind Sie so nett und halten den Plastiksack da auf? Entschuldigen Sie, Herr Bischof, dass ich Sie nicht gleich erkannte. Schon gut, schon gut. Ich bin eher stolz darauf, dass ich bei Ihnen als Lateinlehrer durchgekommen bin. Latein war in der Schule nämlich nicht meine stärkste Seite. Ja. Übernehmen Sie das hier mal. Ich muss weiter nach Freising. Ich wollte Sie noch fragen, ob Herr Stolpe bis morgen bleiben darf. Er lässt sich nämlich nicht abwimmeln. Von mir aus, bitte. Bedanken Sie sich bei seiner Exzellenz. Und was Ihre nächsten Aktivitäten angeht, so erwarte ich von Ihnen in Zukunft eine detaillierte Ausarbeitung Ihrer Ideen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Dafür kriege ich aber heute Abend ein Stück Apfelkuchen extra. Von mir aus auch zwei. Köstlich. Was ist? Könnte es sein, dass Sie mir noch eine Erklärung schuldig sind, Herr Bauer? Was wollen Sie? Dank meiner Inkognito-Recherche konnte ich mir ein ganz klares Bild machen. Ihr Konzept gefällt mir. Und genau das habe ich auch Ihrer Mutter Oberin gesagt. Heißt das, wir können weitermachen und das Kloster wird nicht verkauft? Diese Entscheidung liegt letztlich bei der Mutter Oberin. Aber sie wird sich die Entscheidung sicher nicht leicht machen, wenn sie weiß, dass ich dagegen bin. Das ist nun wieder der Vorteil, wenn man nicht nur Bauer, sondern Rossbauer heißt. Danke, Exzellenz. Bitte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Entschuldigen Sie. Bitte.
wollte nichts essen? Nein. Er wollte nur sein Handy. Und hast du es ihm gegeben? Ja. Ich meine, es ist doch seins. Und nicht nur das, Herr Möllemann. Meine Ehe ist auch fast daran kaputt gegangen. Ich denke nicht daran, unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten. Nein, ich schmeiß den Krempel nicht hin. Ich sag nur Herr Port. Das ist ein schlechter Witz, aber kein Name für einen Kosmetikartikel, mit dem sich der Kunde ein Image kaufen soll. Finden Sie? Ja, dann schicken Sie Ihre Frau mal los mit dem Sortiment. Wenn die mehr als 10 Flaschen verkauft, dann trinke ich 10 Flaschen von dem Zeug. Unter notarieller Aufsicht. Denn nicht Sie, nicht ich, sondern Leute, die Marketing gelernt haben, Profis. Ja, natürlich bin ich gerne bereit, meine Erfahrungen im Feld zur Verfügung zu stellen. Sonntag geht nicht, da bin ich schon vergeben. Aber ich könnte am nächsten Morgen mit der Frühmaschine zurück sein, am Montag. Ja? Ja? Gut.